Rund um ihren ersten Geburtstag machen die meisten Babys ihre ersten Schritte. Einige bereits davor, andere auch erst mit 18 oder mehr Monaten. Das ist alles im Rahmen. Dass ein Kind kurz davor ist, selbstständig zu laufen, erkennt man daran, dass es sich an Möbeln hochzieht und daran entlang läuft. Schafft es das schon mit nur einer Hand, stehen den ersten Schritten in Richtung Mama und Papa nichts mehr im Weg. Eltern können ihr Kind beim Laufen lernen ganz einfach unterstützen, indem sie ihm die Zeit geben, die es braucht. Ungeduld und Druck schaden dem Prozess eher. Gutes Zureden und Lob schaden selbstverständlich nicht und animieren das Kind, sich weiter auszuprobieren. Kinder, die laufen lernen, sind am besten barfuß unterwegs. So stärken sie ihre Fußmuskeln ideal und trainieren den Gleichgewichtssinn. Die Wohnung sollte von nun an extra kindersicher sein. Vor allem Ecken und Kanten an Tischen und Schränken, die knapp über der Augenhöhe des Babys liegen, sollten unbedingt geschützt werden. Hier lauert die große Gefahr, sich böse zu stoßen.